Ja, vom Ergebnis her bin ich zufrieden. Wir wollten, unser Ziel war, eine Runde jetzt weiterzukommen. Und ja, haben wir erreicht. Das ist natürlich sehr wichtig. Und ja, im Pokal, da darfst du eben keine Ausrutsche erlauben. Da musst du alles raushauen. Und das haben wir getan. Und jetzt können wir uns auf das Derby konzentrieren. Wir brauchen nicht drüber reden. Das sind normale Unterschiede von den Ligen. So haben wir es auch kommuniziert, dass die Jungs einfach Spaß haben sollen. Dass sie aufsaugen sollen in dem Sinne, weil einige von uns, denke ich, Fußballerische nicht mehr hinkommen. Deswegen sollten die das aufsaugen und ganz ehrlich, von vornherein, logischerweise haben wir so ein Spiel erwartet. Also die hätten uns vollkommen unterschätzt in dem Sinne, wo wir eine Chance hätten. Aber realistisch gesehen ist es genauso gekommen, wie wir erwartet haben. Ich bin stolz auf meine Truppe, wie sie es umgesetzt hat, wie sie gekämpft haben unter ihren Möglichkeiten. Deswegen kann man denen keinen Vorwurf machen. Also wunderbar. Ich bin zufrieden. Ja, was soll denn besser werden? Es gibt, Derby hat seine eigenen Gesetze und seinen eigenen Charakter. Und ja, das ist, da sind zwei Mannschaften auf dem Platz. Die werden alles raushauen und die jetzt verbessern. Jetzt eine Analyse kurz nach dem Spiel. Ich werde mir das alles auf dem Video mal anschauen, wie was alles ist. Und ich glaube, bei so einem Derby, da sieht man, glaube ich, auch eine komplett andere Laufbereitschaft und so. Und dann wird jeder alles raushauen, was er hat. Und dann werden wir zum Schluss gucken, was unterm Strich rauskommt. Ja, dass die Jungs halt sehen, dass es eben trotzdem geht. Jeder unter seinen Möglichkeiten, wenn er das abruft, was er kann, dass wir dann logischerweise auch in unserer Liga eine gute Rolle spielen können. Und das ist eben, dafür ist immer 7. Liga, weil jeder dann noch denkt, der macht das, was er will und nicht das, was er kann. Und so bestrafen wir uns Woche für Woche selber die letzten 3 Spiele verloren. Und das kann man nur mitnehmen in die weitere Liga, wenn sie denn dann irgendwann wieder stattfindet, dass wir unsere Aufgaben erfüllen. Und dann sehe ich das auch positiv, dass wir dorthin kommen, wo wir hinwollen. Und das passt. Ja, man hofft ja natürlich, dass wir auch die Saison zu Ende spielen können und dass wir auch natürlich auch den Pokal zu Ende spielen können. Ich meine, man sieht ja auch unser Verband, der NOV, der versucht ja auch dann Bestmögliches zu machen und hat sich klar positioniert, dass man alles versucht, das auch in die Wege zu leiten oder hinzubekommen mit vielen Gesprächen, damit das auch uns allen gelingt. Aber wie gesagt, die letzte Entscheidung liegt ja immer noch bei der Politik. Und ja, nichtsdestotrotz werden wir natürlich, darf man natürlich jetzt die Pandemie da nicht unterschätzen. Ne? Das ist, die Zahlen steigen, Intensivbetten kommen kurz vor der Auslastung. Ist alles natürlich nicht schön. Alle haben wir gedacht, wir sind drüber weg. Und jetzt ist die Situation halt so. Man kann einfach nur Gespräche führen, sich an alle Regeln halten. Das hat auch unser Verband so gesagt. Da versucht man das Beste draus zu machen. Aber im Endeffekt, das letzte Wort hat ja dann immer noch die Politik. Und ja, und dann muss dann zum Schluss, wenn es wirklich alles so ist, dann muss ja auch dann irgendwann mal die Vernunft auch siegen. Und aber wir denken mal alle positiv, dass alles sich alles wieder hoffentlich mal einpendelt. Ja, das wird wie vor einem Jahr jetzt werden. Uns wurde schon unterbreitet vom Sportvorstand, dass das ab jetzt ruht, dass das letzte Spiel war und dass es dann alles in die Rückserie gepackt wird mit diesem ominösen 20.03., würde ich sagen, wo dann angeblich alles vorbei wäre. Und dann wird es eben bis Sommer gespielt und da kann man auch mit zufrieden sein, sage ich mal, wenn jetzt ja das Ding beendet ist. Es ist immerhin nicht September oder irgendwann, wie es voriges Jahr war. Es ist erst Mitte November und dem sehe ich ganz gut entgegen. Da haben wir genügend Zeit zu trainieren, ist vielleicht zu lange die Zeit wieder, aber ansonsten. Man muss es ja nehmen, rumheulen bringt er nicht. Alles gut.